Chorgeweihter, Ragnar, Helm und Ogelzorn. Ja, Ich meine, Drachen habe ich schon sonst getötet. überleg dir halt, ob du eine Spätreihe machen möchtest. Kannst du ja auch überlegen, dann müsstest du jetzt nur wissen, was. Also Effects finde ich mal so ein bisschen uncool. Ja, Sex finde ich auch langweilig. Effects ist richtig langweilig. Ja, okay, ich habe irgendwie Glück für 2 Karma. Kann Ja. halt 12-mal Glück wirken und danach regeneriere ich, indem ich irgendwelche Leute beklaue. Haha, wow. Schon behindert, ja. Das ist ziemlich madig. Das macht irgendwie einmal Spaß und danach nicht mehr. Sehe ich zumindest so. Ja, das stimmt. Vor allem, du hast einfach kein Mirakel Minus, was auch total unfair ist. Ja. Aber hey. Bei Facts kann man ja alles rechtfertigen, ne? Hauptsache ist cool. Ja, aber das ist Ragnar Heldenmund doch, oder? Also cool ist er doch. Naja, Hauptsache die Aktion ist cool. Hauptsache Ragnar Heldenmund ist cool. Finde ich persönlich. Da kann man ja wohl nicht sagen, dass der nicht cool ist, oder? Also, du kannst mir ganz kurz ins Ohr flüstern, wen du cooler findest. Ragnar Heldenmund Ogelsson oder Jarlan von Schnattermoor? Schon der Name sagt auch aus, wer cooler ist, oder? Ich sag da nichts. Ja, das stimmt. Ich habe sowieso jetzt Und überlegt, ob ich Ragnar vielleicht auf Attribute spielen will. also mein Bettlerkönig habe ich auf Attribute gespielt und das war richtig krass. Okay. Das heißt, du hast einfach jeden Wert auf 18 oder so gehabt, oder wie? Also mein niedrigstes Attribut war auf 15, das war, ich glaube, Körperkraft. Und mein höchstes Attribut war 19, das war Mut. Ich hab halt jede Probe, also ich habe alle Talentwerte irgendwie mindestens auf 4 bis 7 gehabt. Bei 7 dann eine Talentspezialisierung und ich hatte quasi auf egal welche Probe, ich hatte immer so 10 Punkte übrig. Einfach durch die hohen Attribute, auf die ich gewürfelt habe. Und dann kommt dazu, dass ich das, was ich konnte, Menschenkenntnis und Überreden, Überzeugen, das war alles auf 21 mit Talentspezialisierung. Krass. Also gesellschaftlich, das ist so eine krasse Profession. Ich habe nichts Teures genommen, also keine Magie, die nach F gesteigert werden muss. Ich habe keine Aber du warst doch Vorteile. bestimmt Viertelzauberer, oder? Nein, war ich nicht. Also mein Konzept war, ich möchte einen sehr günstigen Charakter bauen. Aber Viertelzauberer ist doch sehr günstig, oder? Ja schon, also es ist günstig und du kriegst einen High Reward raus, aber die Zauber, die du steigerst, die steigerst du nach F und das ist mir zu Aber du musst ja teuer. keine Zauber mit reinnehmen. Du kannst ja auch nur Meisterhand wegnehmen, reinnehmen. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Ich guck gerade mal, Dann welche wird Ragnar Sachen. Heldenmund der neue Bettlerkönig. Wirst du, glaube Das ich, nicht weiß das noch schaffen. keiner außer ihm. Wirst du, Betten? glaube ich, nicht schaffen. Betten? Wetten, wetten. Wetten machen nur die Fetten. Ja, ne? So, Ladung. Um die Fracht eines Handelsschiffes zu bestimmen, würfeln Sie mit W20 für die hauptsächliche Ladung, 20 minus 5 für den zweiten, 20 minus 10 für den dritten und W20 minus 20 für den vierten Ladungsposten, die weniger Raum einnehmen. Wobei, ja, kleinere Schiffe haben halt nur eine hauptsächliche Ladung und größere Schiffe können dann mehrere Ladungen tragen. Ja, ich würde mal sagen, das hier hat nur eine. Ich habe eine 18 gewürfelt. Nee, würfel mal die 4 Stück. Was waren die anderen beiden? Mit was für einem Du Minus? musst ein W20 schmeißen, ne? Nicht ein W12. Ach, das waren W12, ups. Also der eine ist ein. Steht da drin. Ja, dann ist es jetzt minus 3. Da weiß ich nicht, wie viele Minus es waren. Minus 10 und minus 20. Ja, dann sind wir bei. Also die 18. Die 18 sind Roggen, Reis und Weizen. 30 Dukaten. Ja, toll. Das ist jetzt ein kleines Schiff. Also wenn ihr irgendwie eine richtig kleine Talucke überfällt, dann kriegt ihr jetzt 30 Dukaten. Und minus 5 ist minus 3 So, dann bei hast 2. du minus 3. Alabaster, Jade, Obsidian, Elfenbein, Maraskanstahl, Meteoreisen, 500 Dukaten. Schon nice. Nice! Das heißt, wenn ihr eine zweimastige Talucke überfällt, dann macht das schon mal eine ganze Menge, aber du hast jetzt Ach, auch je gut niedriger, desto gewürfelt. besser. So, dann 12 minus 10 sind 2. Elfenbausch, Rohr, Wolltuch, Spitzen, Irianleder, 250 Dukaten. 12 minus 20 ist minus 8. Minus 8. Tee, Pfeffer, schwarzer Wein, 1000 Dukaten. Boah. Und wenn ihr Aber da ist, die, wir wenn ihr sollten Piraten die, werden. wenn ihr minus 19 oder minus 20 werft, dann kriegt ihr Artefakte, Unikate, Kunstschätze, 50.000 Dukaten.
Aber das sind dann, wie gesagt, vier mastige Zetracken, die ihr dann überfallen müsst, ne? Und die sind dann dementsprechend schwer zu knacken. In der Dämonenarche geht das aber klar. Jungs, wir behalten die Dämonenarche. und Mädels natürlich. Klingt nach einem gesicherten Einkommen, wenn ich das. Würde ich auch sagen. Wenn ich das Dauerticket für ja, eine schaurig schöne Kreuzfahrt in der blutigen See erhalte. Also vor allem ist das ziemlich krass, weil wenn ihr so eine Zitrake verspeist, dann werdet ihr nicht nur reicher, sondern auch größer. Ja, perfekt. Das kommt dazu. Das hat mir mal in diesen Spielen, Evolve-Spielen und so weiter gefallen, dass man, wenn man die ganze Zeit frisst und so weiter, dass man immer größer und stärker wird. Hier wird man halt reicher und stärker. Beziehungsweise größer. So. Wir spielen eigentlich nur Snake. Das sind alle meine Einbrech-Buddies. Ich meine, jetzt bist du ja sowieso auf der dunklen Seite auf der dunklen Seite der Macht. Ja, du kannst mir ja einfach die Hook voll lügen und dann glaube ich dir alles. Was machen wir hier? Warum gehen wir durch den Bodeneingang rein? Weil wir Boden sind. Achso, oh, das hatte ich total verwechselt. Klingt logisch. Ja, warum haben wir jetzt hier den Hausherrn abgestochen? Ja, der war böse. Ah. Wer wurde gerade geopfert? haben wir den gerade wirklich Charybdoroth geopfert? Ja, ich bin vielleicht ein Charybdoroth-Anhänger. Aber pst, da hat das keinen.